Kanada, Sommer 1958. Hier beginnt unsere Emsland-Chronik. Helmut Brömmer und seine Frau Christel, geborene Schelm, links im Bild, stammen aus Lingen. Sohn Ralf ist schon in der neuen Heimat geboren. In Winnipeg hat sich die junge Familie einen bescheidenen Wohlstand erarbeitet, den Brömme stolz für die Familien zu Hause auf Schmalfilm dokumentiert. Vier Jahre zuvor, 24. Juli 1954, Bremerhaven-Kolumbus-Kaie. Im Bild der Lingener Fotokaufmann Heinz Schelm mit seiner Frau Anna und Tochter Christel. Der tatkräftige Heinrich Brömme wandert aus dem Armenhaus der jungen Bundesrepublik, dem Emsland, nach Kanada aus. Seine dann 20-jährige Braut Christel wird ihm im nächsten Frühjahr folgen. Die Familie Brömme kehrt nicht in ihre Heimat zurück. Auswanderung zur falschen Zeit. In den folgenden Jahren wird ihre Heimat als Folge des Emsland-Plans aufholen und am bundesdeutschen Wohlstand teilhaben. Wir blicken zurück auf das Emsland, das Heinrich und Christel Brömme hinter sich gelassen haben. Ein anderes Land. Das Fotogeschäft der Familie Schelm in der Rainerstraße 2 in Lingen. Der aus Quakenbrück stammende Fotograf ist 1934 nach Lingen gezogen. Aufnahmen aus dem Jahr 1943. Die Lingener Familie hat über Jahrzehnte kleine und große Ereignisse ihres Lebens auf 8mm-Film festgehalten. Bilder für den privaten Gebrauch. Heute sind sie Dokumente eines Alltags in Deutschland und, wie die Amateurfilme anderer Emsländer auch, Teil dieser Filmchronik geworden. Nachkriegszeit. Die Familie Schelm auf einem Sonntagsspaziergang in der Umgebung von Scheepsdorf. Damals ist der kleine Ort noch eigenständig. Erst 1974 wird er im Zuge der Gemeindereform Teil der Stadt Lingen. Wie so oft wird auch dieser Gang von Heinz Schelm gefilmt. Kriegszeit. Ein anderer Ausflug vier Jahre zuvor führt zu der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Brücke bei Hanneken-Fehr, wo auch eine beliebte Badestelle liegt und nicht weit entfernt eine Schleuse. Dieser Ems-Übergang ist seit 1914 gleichzeitig Eisenbahn- und Straßenbrücke. Beiderseits des Flusses liegen die endlosen Moore, in denen die Emsländer seit Jahrhunderten einer kargen Natur ihr Auskommen abgewinnen. Brennendes Moor. In die noch warme Asche säen die Moorbauern den Buchweizen. Heidschnucken grasen auf dem kargen Heideboden. Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele ausgedehnte Hochmoore wie im Emsland. Die frühen Moorkolonisten wohnen in Kaaten. Dieser Kulturfilm aus dem Jahr 1952 stellt traditionelles Leben im Emsland nach. Auch die Hallenhäuser in Emsmarsch und Geest haben keinen Rauchabzug. Als Brennstoff für die Feuerstelle dient wie eh und je Torf. Das Emsland ist ein Land der Kanäle. Das Kanalnetz mit Haaren-Rütenbrock-Kanal, dem Schönigsdorf-Hogefehn-Kanal, dem Koforden-Pekadie-Kanal sowie dem Nordhorn-Almelo-Kanal ermöglicht den Zugang zum niederländischen Kanalnetz. Das Emsland teilt mit den Niederlanden eine Grenze von 60 Kilometern. Bis zum Entstehen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft trennt sie die Nachbarn politisch ebenso wie die großen Moore beiderseits der Grenze. Unser Raum ist ja geprägt durch eine enorme Vielfalt. Im Norden Marschen, Anschluss an die Küste, bis im Grunde zum hügeligen Berglang teilweise im Oberlauf der Ems. Und in diesen ganzen fast 300 Kilometern kommen verschiedene Zonen im Grunde zutage. Die Region Emsland, Grafschaft Bentheim, war verkehrstechnisch vom Rest der Welt, kann man schon fast sagen, weitgehend abgeschnitten. Insgesamt war das Emsland verkehrstechnisch sehr schlecht erschlossen. Man hat versucht, durch Kanalbauprogramme zumindest in den Moorregionen etwas Entlastung zu schaffen, aber allzu viel gebracht hat es nicht. Die Ortschaften waren durch die Bank, auch in den 20er Jahren, noch ohne feste Wege. Das heißt, bei Winterwetter, bei starken Regenfällen waren diese Sandwege gar nicht bis schwer passierbar. Georg Ludwig, der Kurfürst von Hannover damals, bestieg dann den englischen Thron als Georg I. Also 1714 das Anfangsdatum. Dann hat diese Personalunion bestanden über 123 Jahre bis 1837. In England kommt die junge Victoria auf den Thron und in Hannover Ernst August. Also man war von den Hannoveranern dankbar, weil
die Hannoveraner die Rechte der Katholiken gestärkt hatten im Vergleich zu der, zum Beispiel im südlichen Emsland, zu der preußischen Zeit, weil das Bistum Osnabrück wieder errichtet worden ist, weil Katholiken zum ersten Mal in höheren Ämtern aufsteigen konnten, vor allen Dingen im südlichen Teil des Emslandes, im Lingener Raum, der preußisch war, waren die Katholiken Bürger zweiter Klasse. Die durften keine Kirche haben, mussten Notkirchen haben und so weiter. Es gab dort ständig Ärger. Diese Wiederherstellung der katholischen Rechte wurde dort sehr stark begrüßt. 1962, die Straße nach Rehde während der Sturmflut. Eine große Bedeutung spielt schon der Fluss. Die Ems tritt im Winter regelmäßig über die Ufer und ergießt sich in die Niederungen. Besonders schlimm trifft es die Region bei der großen Sturmflut 1962. Am 16. Februar überflutet der Fluss große Teile des Emslandes. Die Straße zwischen Rehde und Aschendorf nach der Katastrophe. Die ersten Nachrichten klingen harmlos. Die Wasserhöchststände sollen nur 1,5 Meter über das normale Tidenhochwasser auflaufen. Am Nachmittag werden schon 2,5 Meter gemessen. Um 21 Uhr meldet der Deichwärter, das Wasser habe die Deichkrone erreicht. Oberkreisdirektor Dr. Hans Tiedeken löst Katastrophenalarm aus. Aber die Helfer sind machtlos. In Papenburg und in Rehde bricht der Deich auf einer Breite von bis zu 60 Metern. In den folgenden Jahren werden die Deiche weiter erhöht und verbreitert. Der Bau des Ems-Sperrwerkes bei Gandersum wird in Zukunft verhindern, dass der Nordweststurm Nordseewasser in die Ems drücken kann. Fährmann im Wartestand. Die alte Zugfähre bei Papenburg halte. Sie führt vom Wehrdeich im Hafengebiet hinüber ins ostfriesische Reiderland. Fähre ohne Pferdestärken. Die Fahrgäste legen mit Hand an. Sie treideln sich eigenhändig hinüber auf die andere Seite der Ems. Bilder wie aus einem anderen Land. Die Fähre kann eine Last von 3,5 Tonnen tragen. Erst 1968 stellt die Fähre den Betrieb ein. Sie wird durch die neue Emsbrücke bei Papenburg-Halte ersetzt. Allerdings hatte die Ems den Nachteil, dass sie sehr stark durch die Gegend meandert, immer wieder Sandbänke auftraten, sodass beispielsweise die Papenburger immer wieder mehr Aufwendungen des Staates forderten, weil Schleusen versandeten und so weiter. Besser wurde dies erst als 1899 nach langjährigem Druck dann der Dortmund-Ems-Kanal eröffnet wurde, sodass man nicht nur ständige gleiche Wasserspiegel hatte, sondern eben auch die Versandungsgefahr weg war und auch eine schöne gerade Fahrlinie hatte. Das hat also insbesondere für die Papenburger und auch für die Haarener Ems-Schifffahrt viel gebracht. Die Kanäle reichen auch hinüber in die benachbarte Grafschaft Bentheim. Hier die handbetriebene Hubbrücke am Süd-Nord-Kanal. Treidelzug auf dem Koforden-Picardie-Kanal, festgehalten von dem filmbegeisterten Lehrer Wilhelm Niemann aus Freren 1938. Ein Schlepppram hat bis in die 50er Jahre noch keinen Motorantrieb. Es wurden Kanäle gebaut, andererseits wurde der linksendische Bereich ausgebaut und man hatte dort eine Verbindung dann zu Nordhorn. Dieses Moorgebiet wurde erschlossen, man hatte dann im Grunde eine Verbindung im Grunde zur Weser. Motorschiff auf dem Küstenkanal zwischen Dörpen und Oldenburg. Der Kanal entsteht zwischen 1921 und 1935 und ist mit einer Länge von 70 Kilometern nicht nur eine wichtige Verbindung zwischen Ems und Weser, sondern dient als Vorfluter auch der Entwässerung der rechtsemsischen Moore. Er ist gleichzeitig die nördliche Begrenzung des Hümling. Haaren an der Ems. Die Stadt liegt tief im Binnenland, jenseits der Seeschifffahrtsgrenze bei Herbrum. Die Kamerafahrt führt entlang des Rütenbrocker Kanals in Haaren. Der 14 Kilometer lange Kanal wird zwischen 1870 und 1878 gebaut. Er mündet im Osten von Haaren in die Ems. Viele Binnenschiffer verbringen mehrere Wochen des Jahres im Hafen von Haaren. Ab November bis nach Neujahr liegen noch in den 1960er Jahren im alten Hafen, im neuen Hafen und sogar am Ufer der Ems bis zu 200 Binnenschiffe im Winterquartier. Oh,
Heute ist die Ems von Papenburg bis nach Emden in den Solland hinein als Seeschifffahrtsstraße gängig. In Papenburg liegt die Meierwerft. Ursprünglich war es ja so gewesen, dass zum 18. Jahrhundert herum fast 20 Werften in Papenburg beheimatet waren. Mitte der 50er Jahre filmt Hermann Wagener, Heimatforscher, Fotogeschäftsbesitzer und Schmalfilmer, als externer Fotograf im Auftrag der Meierwerft. Seine Bilder zeigen ein prosperierendes Unternehmen, das den Rest des Jahrzehnts ausgelastet sein wird. Die Werft baut in dieser Zeit Autofähren, Schlepper, Fracht, Lotsen und später Containerschiffe sowie Flüssiggastanker. Das ist halt im ganzen Zug so, dass die Häuser mit der Frontseite immer zum Kanal stehen. Und das ist eigentlich schon so ziemlich charakteristisch für die Stadt. Das sieht man einfach an den Kanälen und an den Häusern, die rechts und links von den Kanälen gebaut worden sind. Man muss also immer Brücken suchen, um auf die andere Seite zu kommen. Früher waren das noch weniger und wenn entsprechend die Schiffe dort durchgezogen worden sind, dann wurden die aufgeklappt und man konnte manchmal eben auch gar nicht auf die andere Seite kommen oder musste eine ganze Zeit lang warten. Ja, diese einfachen Torfschiffe, die eingesetzt worden sind, davon musste ja eine ganz große Anzahl halt vorhanden sein und die mussten gewartet werden und so gab es dann auch schon kleinere Werften, die die hergestellt haben. Diese Torfschiffe, die gingen ja auch schon ziemlich weit, teilweise bis nach Ditzum, Emden und so, um die Leute mit Brennstoff zu versorgen und die mussten dann eben auch sehr schwere Waren mit zurückführen, Steine zum Beispiel. Und da Emden ja eben auch eine sehr große Handelsstadt war, hat man sicherlich sich dann auch Gedanken gemacht, größere Schiffe zu bauen, um eben auch noch mehr Waren letztendlich in das Land hineinzuholen. Und so hat man das eben immer weiterentwickelt, immer größere Schiffe gebaut, um eben auch weiterfahren zu können, um eben auch ja, hochseetüchtig zu sein. 1957 stehen wieder einmal Hunderte von Neugierigen am Hauptkanal in Papenburg. Auf der Meierwerft wird die Frisia II zu Wasser gelassen. Das Bäderschiff ist 45 Meter lang, 8,5 Meter breit und läuft 10,9 Knoten. Auftraggeber ist, wie es in der Firmenchronik heißt, der treueste Kunde der Werft, die AG Reederei Norden-Frisia auf Norderney. Letztlich von den ganzen 20 Werften ist nur die Meierwerft übrig geblieben, die 1960 noch die Lage am Kanal hatte, relativ abgeschottet und dann im Grunde zu einem entscheidenden Schritt den gewagt hat und dann im Grunde zu Ems gegangen ist. Die Bunkerstation auf der Meierwerft 2. Mittlerweile ist die Frisia 2, die bald bis zu 600 Passagiere aufnehmen wird, ausgerüstet und hat ihren Anstrich bekommen. Viele Menschen in Papenburg beobachten die Ausfahrt des Schiffes in Richtung Nordsee. Die Frisia 2 wird in Zukunft im regelmäßigen Fährverkehr die Insel Jüst mit dem Festland verbinden. Im Vordergrund die Zugfähre bei Halte. Der Gutshof Altenkamp am östlichen Ortsrand von Aschendorf in Nachbarschaft zu Papenburg gelegen. Es ist der ehemalige Herrensitz des emsländischen Drosten Hermann Anton Bernhard von Fehlen, der das Gebäude mit seiner weiträumigen Gartenanlage 1728 bis 32 erbauen lässt. Aschendorf ist heute ein Stadtteil von Papenburg. Der Stolz der Besitzer ist der barocke Garten mit seinen bis zu 4 Meter hohen Taxushecken. Also Aschendorf ist ja auf jeden Fall eine ältere Stadt. Also man hat dort auch eine sehr alte Kirche, also an die 1000 Jahre sagt man schon. Und dort wurde eben kein Torfabbau betrieben. Man hatte dort wirklich mehr Landwirtschaft. Und Papenburg ist ja eben einfach nur nachher sehr schnell groß geworden. Zum einen durch den Torf und zum anderen durch die Industrie, die dort halt gerade ist. Papenburg mit seinen zum Kanal hin ausgerichteten Häusern hat Mitte der 50er Jahre 22.000 Einwohner. Die Bilder dieses Films zeigen den Hauptkanal im festlichen Schmuck zur Feier des 100-jährigen Bestehens des Männergesangvereins Eintracht Papenburg. Anfang des 20. Jahrhunderts, da gab es ja eben auch schon einen gewissen Stand an Industrie in Papenburg. Da waren etliche Betriebe, die eben ja, zum einen in Richtung Metallverarbeitung was gemacht haben. Höveler und Diekhaus zum Beispiel, die haben ganz früh schon Lagermetalle hergestellt. Die Meierwerft, die ja schon auf den Eisenschiffbau umgestiegen ist zu der Zeit. Und dann eben noch die holzverarbeitende Industrie, die ja nun auch recht groß geworden ist. Letztendlich war die Zulieferindustrie eben anfangs für die Holzschiffswerften. Der Schiffbau in Papenburg wird begünstigt durch die Verfügbarkeit von westfälischem Holz, das früher in mühevoller Arbeit die Ems heruntergeflößt wird. Papenburg war da einfach mehr an die Welt angebunden, eben gerade dadurch, dass sie eben auch sehr früh schon Import und Export betrieben haben. Und Papenburg war dann eben wirklich weltoffener, kann man sagen. Obwohl es eigentlich eine Stadt ist, die ziemlich weit im Land ist.
Im Vergleich zu Bremen als Großstadt mit über 500.000 Einwohnern ist ja Papenburg mit 30.000, 40.000 Einwohnern, ist ja alles in Papenburg nur auf die Schifffahrt, auf die Werften spezialisiert und insbesondere auf die Meierwerft spezialisiert. Insofern hat sich hier in kleineren Hafenstädten wie Papenburg dann die Tradition auch des Schiffbaus sehr weitgehend erhalten. Also die Meierwerft war auch immer sehr vielseitig. Zum einen haben die früher sogar kleine Bagger gebaut und in Notzeiten haben die sogar Zahnarztbohrer hergestellt. Aber eben nicht nur Nutzschiffe, Frachtschiffe zum Beispiel, sondern eben auch später Passagierschiffe oder kombinierte Fracht- und Passagierschiffe. Das erste, das wichtigste war sicherlich die Mauritius, die in den 50er Jahren fertiggestellt worden ist und auf Mauritius im Einsatz war, ziemlich lange auch. Und dann nachher die Indonesenschiffe, die in Indonesien ja zwischen den Inseln verkehren. Und dieser Bau der Indonesenschiffe ist ja bis heute noch aufrechterhalten geblieben. Und bei dem Bau dieser Passagierschiffe hatte man eben letztendlich, denke ich mal, auch die richtigen Kenntnisse erworben, auch später größere zu bauen. Um 1870 beginnt im Feengebiet der Ausbau des Kanalnetzes, das bis heute als Vorfluter zur Entwässerung vor allem der linksemsischen Gebiete dient. Ja, sehr auffällig sind ja nun mal die Feenkanäle, die angelegt worden sind. Man hatte erst einen Hauptkanal. Der Hauptkanal geht ja dann Richtung Ems, also man musste das Wasser ja aus dem Moor rausbekommen. Die Siedler, die dort waren, die haben dann immer kleine Stichgräben gezogen aus dem Moor heraus, um das Moor halt trocken zu legen. Das Moor selber musste, oder der Torf besser gesagt, der dann gestochen worden ist, musste ja abtransportiert werden. Und insofern hatte man dann die größeren Kanäle eben als Transportwege. Konnte damit auf die Ems gehen mit dem Torf und man konnte den Torf dann eben auch noch weiterverkaufen. Im Winter gefriert das Hochmoor. Den Rest des Jahres versinken die Gespanne im morastigen Boden. Halt geben bei der Feldbestellung an die Hufe gebundene Holzschuhe. In den Altkreisen Meppen und Aschendorf-Himmling nehmen 1879 unkultivierte Moore 35% der Flächen ein. Hier liegen die Soden oder Plaggen zu Quadern geschnitten zum Trocknen aus. Bis zum Herbst werden die Torfbauern sie ringen, mehrfach wenden und umsetzen. Der Handtorfstich im entwässerten Hochmoor ist schwere Arbeit. Der an der Oberfläche anstehende, schwach zersetzte Weißtorf findet als Einstreu in Ställen und als Isoliermaterial beim Bau von Häusern Verwendung. Unter dieser Schicht liegt der nasse, begehrtere Braun- oder Schwarztorf, der mit dem Spaten zu Soden geschnitten wird. Den Torf nutzt man im waldarmen Emsland als Heizmaterial in den Wohnungen und in den Ziegeleien zum Ziegelbrennen. Zum Transport der Soden dienen die Krodekarren. Und später ist man dazu übergegangen und hat eben wirklich den Torf mehr und mehr weggestochen, hat ihn verkauft, hat dafür im Gegenzug eben auch manchmal Sand und Schlick wiedergeholt, konnte den Boden eben auch urbar machen und konnte dann eben auch eine ganz andere Art von Landwirtschaft betreiben. Das waren wirklich ganz einfache kleine Hütten und die hatten hinterm Haushalt das Hochmoor, konnten das abstechen und haben das zum Brennen benutzt und es gab eben auch noch sehr viele arme Leute. Ja, die ersten Siedler, die kamen, die haben ja teilweise noch eine Brandkultur betrieben. Also es war ja so, es wurde einfach nur die oberste Schicht abgebrannt von dem Moor und dann konnte man da Buchweizen drauf säen und der kam dann einfach und die haben sich also überwiegend von Buchweizen ernährt. Diese Bilder stammen von dem filmbegeisterten Lehrer Wilhelm Niemann, der mit seiner Kamera im Jahr 1938 typische Höfe von Moorbauern in den kleinen Dörfern Dahlum, Wesowe und Niederlangen im Hasetal und im nördlichen Emstal filmt. Ein Sommerabend, an dem niemand die Heimkehr eines Moorbauern festhält. Ein Lokomobil zieht einen Ottomeyer-Pflug. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt die Mechanisierung auch in den Moorgebieten. Ansonsten war die Torfindustrie natürlich immer noch ganz wichtig. Vor allen Dingen direkt nach dem Ersten Weltkrieg, als das Ruhrgebiet besetzt worden war, war Torf häufig ein Substitut für Kohle. Und Torfpreise stiegen an, sodass es so eine kleine Wohlstandsphase gab durch Torfstecherei und so weiter. Aber das war dann auch bald beendet. Vor allen Dingen im Torfgebiet war die Not der Menschen sehr groß. Dem maschinellen Torfabbau geht die Planierung der Abbaufläche voraus. Auf dem planierten Areal bauen Bagger den Torf ab, der anschließend in Torffabriken zu Ballen gepresst wird. Die wirtschaftliche Entwicklung Hannovers erfolgt erst nach der Reichsgründung.
Und die ersten Sektoren, auf denen modernisiert wird, sind im Verkehrsbereich mit dem Beginn des Eisenbahnbaus, dem Ausbau der Straßen, des Chausseebau. Das sind alles die Gebiete, in denen dann auch die Provinz Hannover finanziell sehr stark von Preußen unterstützt wird. Eine große Erleichterung brachte es für einen gewissen Teil die sogenannte Westbahn. Das heißt, dass von Rheine über Lingen, Meppen-Papenburg eine Eisenbahn zu den Nordseehäfen geschaffen wurden. Aber diese Eisenbahn blieb eben lange ohne Zubringer. Gleichzeitig waren noch die Postkutschen tätig, die im Grunde auch große Räume bewältigten. Auch die Verbindung zu Holland wurde im Grunde über Fahrzeuge und Postkutschen aufrechterhalten. Und mit sehr großen finanziellen Lasten haben dann die einzelnen Kreise einige Kreisbahnen gebaut, Schmalspurbahnen im Hümmling nach Haselünne oder eben auch von Lingen ins Osnabrücker Land, die allerdings, zum Beispiel im Hümmling, nicht mal Anschluss an das Netz in Oldenburg hatten, sodass sie also nur ganz lokal von Bedeutung waren. Die Kleinbahn von Lingen nach Quakenbrück im Osnabrücker Land auf ihrer letzten Fahrt am 17. Mai 1952. Ankunft der Kleinbahn im Lingener Bahnhof. Sie ist um 13.35 Uhr in Quakenbrück gestartet und kommt gegen 17 Uhr im alten Kleinbahnhof in Lingen an. Vorher legt die ein halbes Jahrhundert betriebene Kleinbahn noch einen ausgiebigen Zwischenstopp in Berge ein. Die Hümmlinger Schmalspurbahn verkehrt seit 1898 zwischen Laaten und Werte. Bis 1945 werden jährlich durchschnittlich 50.000 Fahrgäste und etwa 45.000 Tonnen Fracht, vor allem Dünger, Steinkohle und Baustoffe, transportiert. Die Kreisbahn Sögel-Hümmling wird am 13. November 1957 von Schmal- auf Normalspur umgelegt. Der neue Triebwagen Talbot VT1 fährt in den Bahnhof ein. Viele Bewohner des Ortes, bekannt vor allem durch das Schloss Clemenswert, sind zur feierlichen Eröffnung der Bahn zusammengekommen. Es spricht Oberkreisdirektor Dr. Ernst Fischer. Noch sind Pferdefuhrwerke ein vertrautes Bild in der kleinen Gemeinde. Auf die Kinder übt natürlich der Triebwagen große Anziehung aus. Die erste Fahrt der neuen Bahn führt, wie zur Eröffnung der Kleinbahn 1898, über Sögel nach Werte. Bevor der Zug einfährt, unterhält eine kleine Kapelle das Publikum. Ankunft in Werte. Kein öffentliches Ereignis im Emsland ohne den Segen der katholischen Kirche. 1957 ist der einst abgelegene Landkreis Aschendorf-Hümmling durch die Bahn erschlossen. Lingen wuchs durch das Eisenbahnausbesserungswerk. Also nachdem die Westbahn errichtet worden ist, wurde dort ein Werk errichtet, das Eisenbahnen, die beschädigt waren, die reparaturbedürftig waren, ausgebessert worden sind. Dieses Werk wuchs immer mehr und vor allen Dingen im Ersten Weltkrieg hat es enorme Ausdehnungen dann angenommen, sodass es in der Weimarer Republik mit mehreren tausend Beschäftigten schon ein industrieller Schwerpunkt war. Die katholische Pfarrkirche St. Bonifatius in Lingen. In der größten emsländischen Stadt gibt es aber, anders als in anderen emsländischen Städten, eine bedeutende protestantische Minderheit von Lutheranern und Calvinisten. Aufnahmen eines Lingener Filmamateurs aus dem Jahr 1957. Evangelisch-lutherische Kreuzkirche. Die Lutheraner kommen als preußische Beamte in das bis dahin rein katholische Lingen. Die Calvinisten ziehen aus der benachbarten Grafschaft Bentheim und den Niederlanden zu. Das Professorenhaus. Wohnort Lingener Lehrer. Hannover ist aber 1866 im Grunde noch weitgehend ein Agrarland. Das haben die Hannoveraner auch so gesehen und auch so betont als eine Besonderheit. Und es ist ein Transport- und Durchgangsland gewesen. Aber von den naturräumlichen Voraussetzungen ist es ja im Grunde auch bis heute stark landwirtschaftlich agrarisch bestimmt. Allerdings muss man sagen, war diese Landwirtschaft in vielen Teilen sehr rückständig. Man hatte schlechte Böden, wenig Ertrag, man hatte kaum Zugang zu Märkten. Es gab auch erfolgversprechende Ansätze, dies zu verbessern. Zum Beispiel der Landwirt August Degen aus Barwinkel hat mit Genossenschaften eine Menge bewirkt. Vor allen Dingen eben in den richtigen Heide- und Moorregionen war Armut in der Landwirtschaft sehr verbreitet.
Viele lebten so arm, dass sie bei Notzeiten und in Kaiserreich kamen, es also sogar noch zu Hungersnöten, weil aufgrund der großen Wasserflächen häufig nur der August frostfrei war. Das heißt, wenn die Buchweizenernte weg war, gab es Hunger, dass sie also selbst die Hühnereier nicht essen konnten, weil sie verkauft werden mussten, damit man noch ein bisschen Bargeld hatte. Das gab es bis in den 20er Jahren. Erntezeit in Hümmling. In den 50er Jahren wird immer mehr landwirtschaftliche Anbaufläche unter den Pflug genommen. Roggen und Hafer dominieren mit 27.000 Hektar den Getreideanbau im Emsland. Noch wird auf vielen Höfen die Ernte in reiner Handarbeit eingebracht. Weite Felder auch in Rehde. Auch hier überwiegt der Einsatz menschlicher Arbeitskraft. Noch haben die Schlepper das Pferd nicht verdrängt. 1953 sind im Emsland gerade 1.000 Traktoren im Einsatz. Herbstliche Kartoffelernte. Die Kartoffel ist die wichtigste Hackfrucht im Emsland. Sie bestimmt den Speiseplan der emsländischen Bevölkerung und dient als Futter in der Tiermast. Sie findet guten Absatz bis ins Ruhrgebiet hinein. Besonders viele Kartoffelbauern leben auf überwiegend kleinen Höfen in den Altkreisen Meppen und Aschendorf. Allerdings ist die Qualität der Kartoffeln, die im dunklen Boden des Emslandes wachsen, nicht sehr gut. So werden sich die Anbauflächen immer weiter verringern. 1950 aber sind noch über 15.000 Hektar mit Kartoffeln bebaut. Das Gros der Bevölkerung, man muss da sozial unterscheiden, ist zweifellos pro Monarchie als Staatsform gewesen. Es gibt aber regionale Unterschiede, die auch damit zusammenhängen, wie lange ein Territorium zu Hannover gehörte und ob es jüngeren oder älteren Datums war. Hannover wird dann aber in die kriegerischen Auseinandersetzungen doch hineingezogen. Und obwohl es militärisch nicht besiegt ist, muss es aber politisch dann doch kapitulieren. Und nun steht die Frage zur Entscheidung, wie wird der norddeutsche Raum politisch neu geordnet. Und da gelingt es Bismarck, die Vollannexion Hannovers durchzusetzen. Eine Entscheidung, die auch auf preußischer Seite nicht unumstritten war. Also 1866 wird Hannover preußische Provinz. Territorial und wirtschaftlich sprach sehr vieles dafür. Man mochte die Preußen nicht. Einmal, weil sie auch als katholikenfeindlich galten und ihren Militärdienst mochte man erst recht nicht. Und das blieb auch lange Jahre so. Die Preußen mochte man eigentlich im Emsland nie. Und als jetzt die Preußen kamen, fand man das erstmal als Rechtsbruch. Man ist nicht auf die Straße gegangen, man hat alle Fenster geschlossen, man hat keinen Kontakt erstmal zu ihnen aufgenommen, als die Preußen einmarschiert sind. Das zeigte sich zum Beispiel, dass bei den inoffiziellen Staatsfeiertagen, den Sedanstag oder sowas in Lingen und so weiter, die Protestanten das pompös feierten, die Katholiken demonstrativ nicht hingingen. Lingen, Landjugendtag 1952. Die Stadt hat damals gut 30.000 Einwohner. Das Emsland hat sich immer beklagt über die Vernachlässigung durch Hannover. Und eine grundlegende Änderung gab es eigentlich auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Emslandplan. Aufgegebene Holländer Mühle in Hilter. Altmüller Dörken sitzt vor seinem Schafstall und dengelt seine Sense. Die Hüvener Mühle wird erstmals 1534 erwähnt. Da die Radde in regenarmer Zeit wenig Wasser führt, setzt ein kluger Mühlenbauer auf die Wassermühle eine Windmühle. So kann je nach Bedarf mit Wind- oder Wasserkraft gemahlen werden. Zwischen 1890 und der Einstellung des Mühlenbetriebs 1950 bewirtschaftet die Familie Riedemann diese kombinierte Wind- und Wassermühle. Die heute nach Papenburg versetzte Bockwindmühle steht bis in die 60er Jahre in Niederlangen. Bockwindmühlen haben einen einzigartigen Mechanismus. Das Mühlenhaus wird mit einem Hebebalken über einen hölzernen Bock in Windrichtung gedreht. Heute ist sie die einzig erhaltene Bockwindmühle im gesamten Emsland. Das Wahlverhalten der Emsländer war nun ganz anders als das der Grafschafter, wobei in erster Linie die Konfession als wahlentscheidender Faktor zu nennen ist, aber auch das hannoversche Bewusstsein. Hannover bleibt bis zum Ende Preußens preußische Provinz. Es bekommt einerseits, und das ist ein Entgegenkommen Preußens, um die Hannoveraner zu integrieren gewesen, es kommt einen eigenen Provinziallandtag.
Dieser Provinziallandtag ist vor allem zuständig für kulturelle Fragen, für Straßenbau und für soziale Probleme. Die parteipolitische Situation in der Provinz Hannover nach 1866 ist durch einen besonders starken Regionalismus geprägt. Und zwar sind dort eben die sogenannten Welfen, die eben das Welfenhaus unterstützen und mit der Annexion sich nicht abfinden können, vertreten. Sie sind territorial besonders stark in den althannoverschen welfischen Gebieten vertreten und sozial eben auch wieder Adel protestantischer Landbevölkerung. Wenn man vielleicht jetzt schon auch einen Blick auf die weitere Entwicklung wirft, so sollte man da doch sehen, dass die Welfen dann sich auch stark mit der politischen Vertretung des Katholizismus zusammengetan haben, mit dem Zentrum. Und da war Ludwig Windthorst eben der ideale Kandidat, weil er, wie gesagt, sowohl Katholik war, als auch betonte, dass er weiterhin ein treuer Welfe sei. Eine interessante politische Persönlichkeit, der schon im Königreich Hannover die Interessen des Welfenhauses auch als Jurist vertreten hatte, auch die um die Frage, um der, die Vermögensfrage des Welfenhauses mit Preußen versucht hat zu klären. Er war schon Minister im Königreich gewesen und der dann die Interessen der katholischen Bevölkerung im Zentrum zusammengefasst vertritt, die sich aber dann auf Reichsebene, die Welfen und das Zentrum zusammentun, weil sie sozusagen einen Minderheitsstatus haben und nur im Zusammengehen ihre Interessen vertreten können. Dann aber hat das Zentrum es auch verstanden, sich auf ein ausgeprägtes katholisches Vereinswesen zu stützen und alle Gruppen zu integrieren. Das heißt, als zum Beispiel um die Jahrhundertwende die Arbeiterschaft immer stärker wurde und im Emsland auch die ersten Gewerkschaften gegründet worden sind, wurden selbstverständlich und zwar ohne große Konflikte auch die Arbeiter in die Zentrumsorganisation mit aufgenommen. Gleichzeitig hat das Zentrum mit dem Volksverein für das katholische Deutschland im Emsland eine sehr schlagkräftige Organisation gemacht. Dieser Verein, wichtigster Verein des deutschen Katholizismus, hatte beispielsweise im Kreis Aschendorf nahezu die Hälfte aller männlichen Zentrumswähler als Mitglieder. Stadtleben in dieser Zeit. Marktplatz des katholischen Lingen im Jahr 1907. Im Mittelpunkt des Platzes das Denkmal für die Gefallenen des Deutsch-Französischen Krieges. Der Name der Burgstraße erinnert an die Burg der Grafen von Tecklenburg. Blick auf die Bonifatiuskirche vor dem Neubau des Turmes. Die Bonifatiuskirche mit dem neuromanischen Turm von 1907. Das kleinere Haselünne, im Vordergrund die Töpferei Heil. Die ländlich geprägte Altstadt von Haselünne im frühen 20. Jahrhundert. Blick von Süden auf den Ort mit der katholischen Pfarrkirche. Die Stadt Meppen, die stählerne Drehbrücke aus dem Jahr 1894. Um 1900 entsteht dieses Bild kurz vor der Mündung der Hase bei Meppen. Auf dem Fluss herrscht reger Schiffsverkehr. Deutschland vor dem Jahr 1815, ein Flickenteppich. Das Emsland besteht zu Beginn des Jahrhunderts aus dem Herzogtum Arenberg, der Grafschaft Lingen und dem Fürstentum Rheiner-Wohlbeck. Der Wiener Kongress ordnet 1815 Europa neu. Das Emsland wird nach fünfjähriger Zugehörigkeit zum Kaiserreich Frankreich Teil des Königreichs Hannover und untersteht der Landdrostei Osnabrück. Der Herzog von Arenberg erhält für sein Amt Meppen standesherrschaftliche Rechte. Nach dem Preußisch-Österreichischen Krieg entsteht unter preußischer Führung der Norddeutsche Bund. Das Königreich Hannover wird von preußischen Truppen besetzt und annektiert. Das Emsland gehört als Teil der Provinz Hannover nun zu Preußen. Vier emsländische Kreise entstehen: der Kreis Lingen, der Kreis Hümmling, der Kreis Meppen und der Kreis Aschendorf, zu denen auch Papenburg gehört. 1932 schließt eine Verordnung des preußischen Staatsministeriums die beiden Kreise Aschendorf und Hümmling zusammen.
Der deutsche Nordwesten nach dem Zweiten Weltkrieg. Britische, kanadische und polnische Truppen besetzen das Emsland, das bis 1946 der britischen Militärregierung untersteht. Danach geht es im neu gegründeten Bundesland Niedersachsen auf, das aus den ehemals selbstständigen Gebieten Hannover, Teilen von Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe entsteht. 1977 verschmelzen die Kreise Aschendorf-Himmling, Meppen und Lingen zum heutigen Landkreis Emsland mit dem Kreissitz in Meppen. Auf dem kargen Moorboden ist Viehhaltung schwierig. Am besten angepasst ist das Schaf. Schäfer Albers. Er betreut in den 50er Jahren die damals letzte Heidschnuckenherde in der Umgebung von Börger. Noch vor wenigen Jahrzehnten gibt es im Himmling bei Börger die größten Herden des gesamten Emslandes. Aber jetzt sind die Bestände im Heidegebiet auf wenige hundert Tiere zusammengeschmolzen. Die Revolution in 1918 im Emsland stellt sich ganz verschieden dar. Der SPD-Reichstagsabgeordnete Davidson reiste damals durch das Emsland von Lingen über Meppen nach Papenburg, um die Revolution voranzutreiben. Er hatte allerdings das Problem, dass im Emsland so gut wie gar keine Sozialdemokraten vorhanden war und die Arbeiterräte durchweg alles schon von zentrumsnahen christlichen Gewerkschaftern geführt waren, die dann seine Versuche, die SPD ins Spiel zu bringen, doch vehement ablehnten. Folglich haben sich auch in vielen Orten die Revolutionsorgane, wenn man sie so nennen will, auch gar nicht Arbeiterrat oder sowas genannt, so zum Beispiel in Freeren oder in Haselünde oder in Haaren, sondern sie nannten sich dann Volksrat oder ähnlich, nur um zu zeigen, es sind hier nicht nur Arbeiter, sondern es sind auch andere Volksschichten hier vertreten. Nach dem Krieg baute das Zentrum seine Organisation noch besser auf, noch weiter auf. Es wurden jetzt auch Mitglieder. Vorher war quasi jeder Mitglied. Jetzt kam es immer mehr dazu, dass nur Mitglied ist, wer auch einen Mitgliedsbeitrag bezahlt. Das war Massenmitgliedschaft, denn es wurde dann so gehandhabt, eine Familie zahlt eine Reichsmark und schon war die ganze Familie Zentrumsmitglied. Dann fühlte man sich auch als Zentrumsmitglied. Das Wählerverhalten in der Weimarer Republik ist sehr stark von der jeweiligen sozialen Situation, wirtschaftlichen Situation abhängig. Eine Radikalisierung nach rechts hin in Richtung Nationalsozialismus erfolgt mit der Wirtschaftskrise Ende der 20er Jahre und vor allem in ländlichen Gebieten. Die Wirtschaftskrise hatte ja auch im agrarischen Bereich begonnen. Insgesamt ist es eigentlich überall so, dass der Katholizismus als eine starke Minderheit regional konzentriert ist. Der Katholizismus, der aber auch stärker politisch zusammengefasst ist, ist ja relativ resistent gegenüber dem Nationalsozialismus gewesen. Konflikte zwischen den Bauern und den Heuerleuten führten auch parteipolitisch zu interessanten Verwerfungen. Denn die Heuerleute schlossen sich mit einigen Gewerkschaften, die auch mit der Personalpolitik des Zentrums unzufrieden waren, zusammen und gründeten eine linkskatholische Splitterpartei, die Christlich-Soziale Volksgemeinschaft. Und 1928 gab es die Landvolk in Notbewegung. Jetzt waren die Bauern und der Mittelstand dran. Es gab wieder einen Einbruch. Diesmal sind die Wähler im südlichen Emsland zur christlich-nationalen Landvolk- und Bauernpartei abgesprungen, hinter dem der landwirtschaftliche Kreisverein stand. Allerdings nicht so stark wie 1924 die Heuerleute. Da merkt man auch schon, wie die Größenverhältnisse waren. Im nördlichen Emsland sind dann die Bauern zur deutsch-hannoverschen Partei gegangen, denn die christlich-nationale Landvolk- und Bauernpartei war protestantisch. Organisiert war eine Absplitterung von der deutsch-nationalen Volkspartei. Die katholischen Verbände haben auch einen sehr intensiven Wahlkampf gegen die NSDAP und gegen die Kommunisten, aber hauptsächlich eben gegen die NSDAP geführt, aus religiösen Gründen vielfach. Die katholische Jugend mobilisiert, die Partei wurde modernisiert. Es ging so weit, dass die Nationalsozialisten zum Beispiel Probleme hatten, in vielen Dörfern überhaupt einen Versammlungssaal zu bekommen, weil die Wirte sich geweigert haben, einer antichristlichen Partei einen Versammlungssaal zu geben, sodass erst nach der Machtübertragung auf Hitler in vielen Orten zum ersten Mal Nationalsozialisten auftauchten. Die Nationalsozialisten gewinnen 1930 gerade einmal 5% der Wählerstimmen bei den Reichstagswahlen im Landkreis.
1933 steigern sie ihren Stimmenanteil auf 22,3%, was immer noch deutlich unter dem gesamtdeutschen Schnitt liegt. Auf dem Lingener Kasernengelände werden 1936 Infanteristen ausgebildet. Zum Geburtstag des Führers paradieren Lingener Wehrmachtssoldaten. Mit Wehrmachtsoffizieren zeigen sich Vertreter der NSDAP und ihrer Organisationen. Der Gauleiter Karl Röver, ein alter Kämpfer der Partei, auf dem Höhepunkt seiner Macht. Die Bilder zeigen ihn 1938 in Oldenburg, denn sein Gau Weser Ems, dem er bis zu seinem Tod 4 Jahre später vorstehen wird, umfasst Bremen, das Land Oldenburg, Ostfriesland und den Regierungsbezirk Osnabrück, zu dem auch die 4 emsländischen Kreise gehören. Der damals in Deutschland populärste Emsländer ist der Lingener Bernd Rosemeyer. Hier sehen wir ihn in seinem Rennwagen der Auto-Union beim Eifelrennen auf dem Nürburgring am 13. Juni 1937. Rosemeyer, verheiratet mit der Fliegerin Elli Beinhorn, ist ein waghalsiger Fahrer. Er wird als erster Mensch die Rekordmarke von 400 Stundenkilometern auf einer normalen Verkehrsstraße erzielen. Auch dieses Rennen gewinnt er wieder, vor starker Konkurrenz wie Manfred von Brauchitsch. Natürlich nutzen die Nazis die Popularität des Sportlers, der ein Jahr später bei einem weiteren Rekordversuch tödlich verunglücken wird. Das Emslandhaus in der Nähe von Neusustrum. Das große Gebäude wird im Oktober 1936 als Kameradschaftshaus der SA eingeweiht. Das Emslandhaus mit Festsaal und Bibliothek ist ein Geschenk von Adolf Hitler an die SA Pionierstandarte 10 Emsland. Die Moor SA bewacht bis 1936 die Emslandlager. Ihre Mitglieder werden dann in den preußischen Justizdienst übernommen. Im Emslandhaus kommen die Bewachungsmannschaften der Emslandlager und ihre Angehörigen zusammen. Die Nationalsozialisten waren im Emsland lange Zeit zu vernachlässigen. 1924 haben sie schon versucht, Stimmen zu werben in Lingen, in Aschendorf, in Papenburg, was allerdings ohne großen Erfolg geblieben ist. Erst im Zuge der Landvolk-in-Not-Bewegung wurden sie wieder aktiv, und zwar kamen sie von außen. Im nördlichen Emsland waren es ostfriesische Nationalsozialisten, im südlichen Emsland kamen sie in der Regel aus der Grafschaft, gelegentlich auch aus dem Osnabrücker Land. Auch dies war von wenig Erfolg gekrönt. Die Partei hat großen Erfolg eigentlich nur da gehabt, wo es eine große Anzahl von Protestanten gab, wie in Lingen, oder aber wo es starke innerörtliche Konflikte gab. Und das war insbesondere in Aschendorf und in Haselünne der Fall. Das Arbeitslager 5 bei Neusustrum im Jahr 1938. Aufnahmen von den zu Straflagern umgewandelten KZs sind ausgesprochen selten. Sie gelingen Wilhelm Niemann, der, wie es in einer Frärener Heimatchronik heißt, der NSDAP zugetan ist, weil er den Bewachungsmannschaften unverdächtig erscheint. Im Lager sind vor allem wegen Diebstahl, Unterschlagung und Betrug verurteilte Gefangene, aber auch Homosexuelle untergebracht. Häftlinge. Ahnt der Frärener Lehrer die Zustände, unter denen die Gefangenen arbeiten und leben müssen? Wesowe, Stalag 6c. Am 12. April 1945 befreit die 1. Kanadische Armee das Lager für sowjetische Kriegsgefangene. Für die Kriegsberichterstatter stellen Insassen am nächsten Tag den grausamen Lageralltag nach. 80.000 KZ-Häftlinge und bis zu 180.000 Kriegsgefangene werden im Emsland inhaftiert. 30.000, vor allem Russen, kommen um. B-29-Bomber im Anflug auf Emden. Alliierte Luftflotten bereiten den Einmarsch nach Deutschland vor. Die Kriegsbombardierungen im Zweiten Weltkrieg sind vor allem gerichtet gewesen, entweder auf Verkehrsknotenpunkte oder auch auf Gebiete, die für die Kriegsproduktion wichtig waren. Die Häfen waren von Interesse, also Emden hat es sehr stark getroffen. Und dann sind es die großen Städte gewesen und die ländlichen Gebiete selbstverständlich, das ist eigentlich überall der Fall, sind weniger Ziel von Bombenangriffen gewesen. Winter 1942-43 in Lingen. Der Schnee fällt auf eine vom Krieg noch nicht berührte Stadt. Friedliche Bilder in unfriedlichen Zeiten. Seit 5 Jahren herrscht Krieg. Der Untergang Deutschlands beginnt sich abzuzeichnen. Weit im Osten, an der Wolga, ist die 6. Armee in Stalingrad eingeschlossen.
Am 2. Februar müssen ihre Reste kapitulieren. 90.000 Soldaten treten den Weg in die Gefangenschaft an. In den Aufnahmen der Familie Schelm aus diesem Winter ist nichts zu spüren von der Katastrophe. Anna Schelm sitzt streckend in ihrem Wohnzimmer. Ihre Tochter Christel, die später nach Kanada auswandern wird, lesend am Wohnzimmertisch. Zwillingsbruder Otto, Ende der 50er Jahre stirbt er, jung, an einem Gehirntumor. Der Fotograf Heinz Schelm, der als Soldat an der Ostfront Luftbildaufnahmen auswertet, ist für wenige Tage auf Heimaturlaub. Trügerische Familienidylle. Die Ems war nach dem Vormarsch der Alliierten durch Holland als eine wichtige Verteidigungslinie geplant worden. Es gab auch in der Obergrafschaft schon einigen Widerstand, die zur Zerstörung von Schüttorf zum Teil führte. Es hatten sich auch starke deutsche Verbände, beispielsweise im Lingner Raum, verschanzt. Allerdings sind diese ganzen Planungen hinfällig geworden, weil die Briten im Handstreich bei Wachendorf eine Brücke erobern konnten, die nicht rechtzeitig wie die anderen zerstört worden sind, sodass es dann mehrere Tage einen heftigen Kampf um Lingen gab, aber die Ems eben nicht diese Funktion als Speerriegel erfüllen konnte, sodass dann das südliche Emsland sehr stark und schnell überrannt worden ist. Nachdem die Panzer der britischen Guards Armored Division am Morgen des 4. April 1945 die Brücke bei Wachendorf überquert haben, erreichen sie Lingen. Deutsche Truppen unter Hauptmann Schewe leisten heftigen Widerstand und verteidigen die Stadt noch 3 Tage lang. Im Bild Captain Little mit Soldaten seiner Kompanie in der Burgstraße. Panzer in der Burgstraße. 104 Häuser sind völlig, 600 teilweise zerstört. Ende April 1945 berichtet eine kanadische Wochenschau von den Kämpfen im Emsland. General Pirard plans the offensive of his 1st Canadian Army in their drives into Germany and northern Holland. In one arm of the thrust, tanks of the 4th Canadian Armored Div drive across the Dortmund-Ems Canal to the town of Meppen, Germany. Opposition is light as our armor moves on the town. A terrific counterattack is launched by a recently formed paratroop battalion of fanatical young Germans. Hiding in houses and behind any available obstacle, they have to be flushed out in close quarter fighting. Non-combatant units aid in the task. Civilians who fired on our troops are rounded up and forced to read Allied proclamation. Aufstellung des kanadischen British Columbia Regiments am 10. April 1945. Am folgenden Tag erreichen die Kanadier bei Burger den Küstenkanal. Zeugnis der Kämpfe. Deutsche Soldatengräber zwischen Bockhorst und Esterwegen, entnommen dem Film Sterbendes Urland, der Hümmling aus dem Jahr 1955. Seit 10 Jahren ruhen hier Soldaten, die in den ersten Aprilwochen bei Kämpfen gegen die unter britischem Oberbefehl stehenden Kanadier fallen. 12. April. Vormarsch des kanadischen Algonquin-Regiments auf der Linie Esterwegen, Brettenberg, Lorup, Werte in Richtung Rastorf und Friseute. Bei Werte werden die Kanadier von einem Gegenangriff eines Fallschirmjägerregiments der 7. Division überrascht, den sie abwehren. Für diese deutschen Soldaten ist der Krieg zu Ende. Eine Woche nach der Eroberung Papenburgs am 21. April setzen kanadische Truppen am 28. April bei Leer erneut über die Ems. Die Truppen machen sich bereit, den Fluss in Sturmbooten zu überwinden. Im Hintergrund der Teil einer Pontonbrücke, auf der später die Panzer über den Fluss rollen. Am Ems-Jade-Kanal werden die Alliierten nach der Besetzung von Wilhelmshaven Halt machen. Die parteipolitische Situation nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt einmal eine starke Zersplitterung des bürgerlichen Lagers.
Es gibt, wie sonst auch in Deutschland, die neu entstehenden großen Parteien, die zu Volksparteien werden, eben SPD, CDU und auch FDP. Dann gibt es eben anfangs sehr stark diese regional-hannoversch-niedersächsischen Gruppierungen. Erst eine niedersächsische Landespartei, die dann in Deutsche Partei übergeht und dann 61 von der CDU aufgenommen wird. Hannover ist aber insofern eine besondere Region neben Schleswig-Holstein, weil große Ströme von Flüchtlingen und Vertriebenen in dieses Gebiet kamen. Und das hat wirtschaftlich, sozial und auch für die Anfänge der parteipolitischen Entwicklung 45, 46, 47 eine große und besondere Rolle gespielt. Festakt zur Gründung des Landes Niedersachsen am 23. August 1946 im Rathaus von Hannover. Der stellvertretende britische Generalgouverneur General Robertson führt den Sozialdemokraten Hinrich Wilhelm Kopf in das Amt des ersten niedersächsischen Ministerpräsidenten ein. Im gleichen Jahr wird Preußen, zu dem das Emsland 80 Jahre gehört, aufgelöst. Das Emsland ist Ölland. Als das Pariser Marshallplanbüro sein Gutachten über die zukünftige deutsche Öllandschaft vorlegt, fallen Namen wie Rühler-Twist, Rühler-Moor und Emlichheim. Das Burtanger Moor rückt auf in die Erdölatlanten. Denn unter dem Emsland schwimmen 14 Millionen Tonnen Öl. Wenn die Bohrtürme in Tiefen von bis zu 1500 Metern fündig werden, beginnen die Pumpenböcke zu arbeiten. In Salzbergen wurde eine der ältesten Raffinerien Deutschlands errichtet. Dort kam es dann auch zu einer besonderen wirtschaftlichen Entwicklung. Im Jahr 1952, aus dem dieser Film stammt, wird in Lingen die Erdölraffinerie Emsland gebaut. Der Dampfpflug Mammut der Firma Ottomeyer wird zum Symbol der Emslanderschließung. Diese von mehreren Lokomobilen per Seilen über die Moorflächen gezogene Maschine pflügt das Moor bis zu einer Tiefe von 2 Metern und mehr. Der gigantische Pflug mischt Moorboden und den darunterliegenden Sand. Gleichzeitig stellt er das ehedem horizontal verlaufende Moorprofil vertikal auf, was eine erheblich verbesserte Entwässerung zur Folge hat. Nach dem Tiefpflügen wird das Moor planiert, konventionell gepflügt, dann geeggt und schließlich land- oder forstwirtschaftlich genutzt. Der Emslandplan verändert seit 1951 das Gesicht der Region. Zuerst bringt er vielen Menschen Beschäftigung. 6.800 Kilometer Gräben werden angelegt, 3.300 Kilometer Wirtschaftswege entstehen und 800 Kilometer Straßen werden gebaut. Der moorige Untergrund ist im Emsland eine große Herausforderung für die Straßenbauer. Der Sandkoffer wird zuerst mit Steinen unterlegt, die Bauarbeiter anschließend in mühevoller Arbeit zerschlagen. Anschließend ebnen schwere Dieselwalzen den Unterbau. Dann werden die Straßen geteert und mit Rollsplitt belegt. Viele Moorgemeinden, deren Wege im Regen aufgeweicht und im Winter für Wochen unpassierbar sind, werden während der 50er Jahre an das Verkehrssystem angebunden. Zum Emslandplan zählt neben der Ödlandkultivierung oder der Flurbereinigung auch das Siedlungswesen. Das junge Bundesland Niedersachsen kann den finanziellen Aufwand allein nicht tragen. Unterstützung bringt der Marshallplan. Ein Schwerpunkt der ersten Entwicklungsphase des Emslandplanes ist die Ansiedlung der Flüchtlinge und damit die Bereitstellung von neuen Wohnungen und Häusern auch im ländlichen Raum. Der Familie, die ihre Behelfsbaracke verlässt, fällt der Umzug nicht schwer. Der Pferdewagen transportiert ihre wenigen Habseligkeiten nicht in eine der üblichen Siedlungen, sondern in ein solides Steinhaus mit moderner Küche. Begeben wir uns auf eine kleine Reise durch das Emsland mit seinen 1960 fast genau 199.000 Einwohnern. Der Bauer Heinrich Borghorst mit seinem Pferdewagen direkt vor der Kirche ist auf dem Weg von der Molkerei Telkmann zu seinem Gehöft. Milchmann Heinrich Telkmann auf seiner täglichen Tour durch die Kirchstraße. Die direkt vom Wagen verkaufte frische Milch wird in mitgebrachte Kannen abgefüllt. Der Holzschuhmacher Fehrmann bei seiner täglichen Arbeit.
Er wird aufgenommen für einen Werbefilm, den die Stadt Haaren bei dem Hamburger Kameramann Axel von Koss 1960 in Auftrag gibt. Diverse Betriebe beteiligen sich an der Finanzierung dieser Eigenwerbung des Städtchens mit seinen 7000 Einwohnern. Auch der Kochmacher Alfred Wollny wird von dem Hamburger Kameramann bei seiner Arbeit gefilmt. Der Handwerker fertigt in seiner kleinen Werkstatt vor allem Körbe aller Art, aber auch die damals sehr beliebten aus Binsen geflochtenen Korb-Kinderwagen. Zweite Station unserer kleinen Reise ist Laaten im damaligen Landkreis Aschendorf-Hümmling. Der Amtsbrunnen von 1834 steht zentral in der Ortsmitte auf dem alten Marktplatz. Er schmückt als Wahrzeichen der Gemeinde auch das Wappen der Stadt. Die alte Hauptstraße mit dem Abzweig nach Niederlangen und dem Uhrmachergeschäft Moorkamp. Noch einmal die Hauptstraße, die, als der Film 1958 entsteht, noch wenig befahren ist. Weiter nach Rehde. Links an der Kirchstraße des Ortes liegen die Gaststätte und die Bäckerei Prangen. Rechts wohnt die Familie Worte. Das Kriegerdenkmal für die Gefallenen im Ersten und Zweiten Weltkrieg, entworfen von Bernd Heller. Die Schlachterei Karl Schmidt. Im Bild, absolut typisch für die Zeit, gleich zwei Volkswagen. Die Dorfbewohner sind es offensichtlich nicht gewohnt, gefilmt zu werden. Die Mühle der Familie Hinrich, auch sie an der Kirchstraße gelegen. Die Gaststätte Mintemann ist ein beliebter Treffpunkt der Bewohner des Ortes. Es war eine ruhige Zeit damals in Rehde. Vom Altkreis Aschendorf in den Hümmling im Jahr 1955. Sögel. Die St. Jakobuskirche mit ihrem 67 Meter hohen Turm steht 1956 gerade 90 Jahre. Die Clemens-August-Straße, von Laaten kommend, rechts die Küsterei. Im Hintergrund die Kirche des Ortes mit seiner zu fast 85% katholischen Bevölkerung. Kein Baudenkmal im Emsland ist so berühmt wie Schloss Clemenswerth. Der Zentralpavillon des Jagdschlossensembles entsteht ab 1737 für den Erzbischof von Köln, Clemens August, im menschenleeren, aber wildreichen Hümmling. Das Haupthaus ist von 8 kleineren, nach den Bistümern des Wittelsbachers sowie dem Deutschordenssitz Mergentheim benannten Pavillons umkreist. Auch in Werlte mit 1950 exakt 3012 Einwohnern dominiert die katholische Pfarrkirche, benannt nach dem heiligen Sixtus, das Stadtbild. Die Hauptstraße von Werlte mit dem Bekleidungsgeschäft Koopmann, das Mitte der 50er Jahre schon ein halbes Jahrhundert lang existiert. Noch einmal das Geschäft, diesmal von der Poststraße aus gesehen. In der Nähe von Hüven, südwestlich von Werlte, stehen zahlreiche strohgedeckte Häuser, viele seit Generationen im Familienbesitz. Der kleine Ort Hüven ist vor allem bekannt durch seine Mühle. Ortsmittelpunkt aber ist die Bonifatiuskirche. Der Ort wird 919 erstmals in den Akten des Kirchspiels Buckelow erwähnt. Vermutlich ist der Ort aber noch weit älter, worauf viele Hünengräber in der Umgebung hinweisen. Eine Zehntscheune am Wegrand auf der Straße nach Holte. Die katholische Kirche St. Clemens in Holte ist, wie viele Emsländer Kirchen, das Werk von Jahrhunderten. Teile des Gebäudes entstehen im 16. Jahrhundert. Über dem Portal der aus Findlingen und Ziegeln errichteten Kirche steht die Jahreszahl 1851. Esterwegen liegt auf einem bewaldeten Geestrücken, ist umgeben von den ehemals ausgedehnten Hochmooren des Nordhümmlings. Der kleine Ort mit seiner damals zu über 83% katholischen Bevölkerung hat Anfang der 40er Jahre knapp 4000 Einwohner. Die katholische St. Johanneskirche in Esterwegen, erbaut im neugotischen Stil.
Die Bauernschaften Spahn und Harrenstädte wachsen mit einem gemeinsamen Kirchenbau im Jahre 1866 zu einem Kirchspiel zusammen. Die Sequenz Grenzgänger nach Holland ist ein Ausschnitt aus dem Film Unser Emsland von 1957-58, gedreht von Walter Pieschel. Vor allem Bewohner aus Papenburg, Aschendorf und Rhede fahren nach Holland zum Einkaufen. Eine schwierige Lage für deutsche Geschäftsleute, denn insbesondere die Ermäßigung des Butterpreises in Holland hat dazu geführt, dass der Absatz deutscher Lebensmittel in den Grenzgebieten rapide sinkt. Der Einkauf jenseits der Grenze gehört jetzt zum Alltag. Aber der gemeinsame europäische Markt ist noch eine Utopie. Die Zollbeamten kontrollieren gründlich die Pakete mit Butter und anderen Waren. Die Zollgebühr beträgt damals 2,20 Mark. Dann geht es mit beladenen Taschen auf Fahrrad, Moped und Motorrad wieder heimwärts. Pfingsten 1957. Wieder eine Kaje. Ausflug der Restfamilie Schelm nach Jüst. Vater Heinz Schelm geht an Bord der Frisia 15. Ein Papenburger Schiff mit Geschichte. 1939 nimmt die Meyerwerft den Auftrag zum Bau der neuen Frisia an. Der Krieg unterbricht die Fertigung und später wird der Rohbau sogar versenkt. 1949 gelingt es, den Rumpf zu heben und das Fahrgastschiff fertigzustellen. Anna Schelm und ihr Mann reisen im Wirtschaftswunderland. Auch für die Emsländer sind die Zeiten spürbar besser geworden. Elektrische Haushaltsgeräte, ein eigenes Auto und der Urlaub stehen ganz oben auf der Wunschliste. 1957 übertrifft die Zahl der Autos in Deutschland mit 2,4 Millionen erstmals die der Krafträder. Schon reisen 4,5 Millionen Deutsche nach Italien. Noch aber Lieblingsziele der Schwarzwald, das Allgäu und die Nordseeküste mit den Inseln. Bilder, die ein Dutzend Jahre nach Kriegsende zeigen, den Schelms in aller Welt und den meisten Emsländern geht es gut. Vorbereitungen zum Einzug in die Strandburg. Heinz Schelm fotografiert seinen Castle am Nordseestrand. Civis Lingensis, jeder soll es sehen, ein stolzer Bürger Lingens. Ende eines Zeitsprungs. Ein weiter Blick zurück. In Zeiten, als das Leben noch Grenzen hatte, die man überschreiten konnte. Auf großer und kleiner Fahrt. Menschen im Emsland. Sie schauen uns an. Über die Jahrzehnte hinweg aus alten Filmen. Zeitreise in Kindertage, zum Alltag der Vorfahren und in schlimme Zeiten. Kriegszeiten. Niemals vergessen, Opfer, Täter, der Ort der Tat. Mit Familienanschluss. Unsere Zeitreise mal rasend durch die Geschichte und dann mit gemächlichem Schritt.